Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. It's just life. Shit happens. It's nobody's fault. Blah, 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 as Mr. Jefferson would say. And Kate Marsh. Yes, Kate Marsh almost killed herself. Such sad, okay? That doesn't make me feel any better about my fucked up life. Get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. You don't want to hear this, but you're still here, alive, with me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Oh my God, what is happening now? Sag nicht, wir reisen jetzt richtig weit zurück. Time for a picture. Benutze A und D und linke Maustaste, rechte Maustaste, um zum Finden des idealen Punktes. Was? A, D. Ich drücke ganz viel D. Oh Gott, das ist schon... Ich fühle mich wie beim Sehstärkentest hier. Okay, also so... Maustaste. Das mache ich jetzt nicht. Nein. Someday Dad will get one of them newfangled computers. Nein. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah, I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook? William is here. Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat bread. How? Oui. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many eggs? Mom said it depends. That's true. So, how many eggs? Don't you dare question the chef.
Right. Ich brauche eine Kamera. Like you're the real cook here. Das glaubt mir sonst keiner. Ich brauche eine Kamera. I am when your mom is away. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. I'll let her know that. Blitzlicht. Das war das letzte Foto, was sie geschossen hatte. Jetzt haben wir ein neues Foto, das letzt geschossen wurde. Nein! Nein, das kannst du nicht machen! Ey, ich habe gerade überlegt, was passiert, würden wir ihn jetzt... Nein! Geh nicht daran! Würden wir ihn jetzt retten? Hello? Hey, honey. Man, I remember Chloe reading this. But not after today. Magazin, Tween Life, Roller Skate Fieber, Girl Gamers, Hinterwäldler Schick, Dumpstep. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll I know I've seen those pictures before. Excuse to get a mocha. Chloe, die nicht irgendwie oben in ihrem Karton? I have to stop William from taking his car today. I have to go rescue yonder queen at the save mark. She don't have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. He'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. Moment. Nee, das Foto wollen wir schon gerne. I'll let her know that. Boom. Disconnected. Geh... Was? Hey, honey. I have no idea what... Nein! I'm just making a fabulous breakfast. Oh, nein! Yes, here's the Two Whales number. Now I can warn Joyce. Oh, wir müssen jetzt halt zurückreisen und den Mann töten, der das Handy erfunden hat. Das darf nicht passieren. Nein! Nein! Geh nicht ins Licht! Nein! Nein! She don't have many bags of Nein! For us to feast upon. Oh, hier, jetzt müssen wir Pause. He'll be grateful for that someday. I know they never took that big vacation. Nein. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Keys. Wo sind die Keys? Wo sind die Schlüssel? Wir nehmen die Schlüssel weg. Hab's vergessen. Wo sind die Schlüssel? Ah. Aha. Vergiss es. Vergiss es. Hallo? Schlüssel. Hey, I have no idea. Oh yeah, I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Schön auf dem Fußboden. Breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Nein. That's a cool snow dough. Love you. Nein. Zeichnen? Excuse me, ladies, I have to go rescue yonder queen at the save mart. She don't have many bags of delicious grub for us to feast upon. Den Schmetterling. You are ridiculous. You'll be grateful. Obvious, for but it will have to do. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Nein, die Schlüssel darfst du nicht haben. Du darfst die Schlüssel nicht nehmen. My family never took fun, goofy photos like this. Frisuren. I forgot about this. Back to the lighthouse. Papa, danke für den Tag zum Leuchtturm. Ich habe dir eine Zeichnung als Erinnerung gemacht. Kuss, Chloe. Ha! You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try not to. Ja, komm weg. Du lässt die Schlüssel wieder schön brav. Nee, die Zeichnung kannst du ruhig schon machen. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the save mark.
ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? Score! Square jar. You mean your college fund. Keys, please. Ich lass dich nicht gehen. Nein, das kannst du voll vergessen. Ich werde jetzt die ganze... Alles auf den Kopf stellen. Shit, where are those keys? Vor allen Dingen, wenn man mal über... Wenn man überlegt, ne? You're bankrupting me. Max, this is not the best time for a prank. Keys, please. I was just... are you sure Joyce is ready? Let's just wait. Sorry. Here. I'll get you back someday. Das bezweifle ich. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Geh nicht ins Licht! Weil, man muss überlegen, quasi, wenn wir ihn jetzt davon abhalten, zu sterben. Halt! And no Chloe dann wird Chloe niemals zu einer Punkerin und lässt sich niemals mit Frank und die Drogen ein und hat niemals die Probleme mit Nathan und wir werden sie daher niemals in der Mädchentoilette sehen, wie, Crap! I need to hide the keys or William won't hear his dumb beeper. Ja, ich bin schon dabei. Hier ins Wasser, genau. La 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 la. Where are those keys? Another dollar for the swear job. Oh oh. Oh oh. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Du hast gerade die ganze Zeitlinie. Ich habe gerade alles verändert. Alles habe ich verändert. Wir können das ganze Spiel quasi mal von vorne beginnen. Wir haben alles verändert. Alles, was wir gesehen haben, war nicht völlig null und nichtig. Alles. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Wet and cold every day. But never, like Maxine. So that's why she was laughing so hard. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? No, it's people in Oregon. Do you want to go hit the girls' potty and smoke them peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Die Frage ist, was hast du nicht verändert? Oh.
David! Und wir gehören zu den beliebten Leuten. Was für eine katastrophale Zukunft. Oder Gegenwart, oder... Oder wo sind wir? Wir haben alles verändert. Alles. 5 Jahre komplett über den Haufen geworfen. Alle Aktionen, keine Bedeutung für niemanden. Nein. Hast du gerade richtig gesehen? Ich hab's richtig gesehen, da ist ein Ball gestrandet. Two Whales. Three Whales. Max Caulfield, taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! What? Chloe im Rollstuhl? Okay. Wow, also ich muss sagen, das Spiel schmeißt hier mit unseren Gefühlen um sich, ne, also über den Haufen, das ist unglaublich. Jetzt haben wir Chloes Vater gerettet und sie quasi irgendwie verloren. Irgendwie. Und sie sah so sehr nach uns aus. Ich habe erst gedacht, ich sehe mich selbst, also... Maxine, ich habe erst gesagt, warum sitzt da jetzt Max im Rollstuhl? Was haben wir für Klamotten gehabt? Meine Güte. Wir sind fünf Jahre in die Vergangenheit zurückgereist, haben William davor gerettet, ins Auto zu steigen. Und warum auch immer ist dann dadurch Chloe krank geworden? Sie muss ja auch irgendwie einen Unfall gehabt haben, weil normalerweise nennen sie mal die Original-Chloe, die Punkerin-Chloe. Die ist ja
ja nicht an irgendeiner normalen Krankheit, die sie in sich hatte, erkrankt. Aber was ist mit Chloe passiert? Ich meine, sie hing an Beatmungsrädern. Man hat den Schlauch an ihrem Hals gesehen. Sie wird ja beatmet. Sie hat eine Art Kopfstütze. Links und rechts wurde sie fixiert. Jetzt wohl wie Skeletons. Also, Chaos-Theorie, ne? Das Spiel mit der Zeit, das kann Folgen haben. Was passiert, wenn ich jetzt zurückreise? Es gibt so viele interessante Theorien zum Thema Zeitreise, zum Beispiel die Theorie mit dem Großvater, die Großvater-Theorie. Dass sich die Programmierer solche Gedanken mit zum Thema gemacht haben, dass so... so emotional, so aufwirbelnd ins Spiel gepackt haben. Großes Lob, echt. Ich kann es jedes Mal, wenn der Abspann läuft, jedes Mal einfach nur loben. Das ist unglaublich. Alejandro, okay, Galardo. Und wie bisher auch immer, kann ich nur sagen, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Wir können das so nicht lassen. Es ist zwar scheiße für Chloe und für Joyce und dass William stirbt. Und wir haben ihn ja auch gemocht, nur es ist Paralleluniversum. Wir gehören da eigentlich gar nicht hin. Wir sind immer noch die gleiche Max. Mit der gleichen Änderung. Klar, wir haben uns äußerlich von der Kleidung her oder sowas verändert und wir gehören plötzlich zu den beliebten Leuten und Nathan und Victoria sind plötzlich irgendwie, warum auch immer, voll die geilen Leute. Voll nett und höflich. Ich meine, klar, mit einer gewissen Arroganz, aber ganz ehrlich, wollen wir zu denen gehören? Eigentlich nicht. Oder ist es jetzt besser, dass Nathan und Victoria nicht mehr so sind, wie sie mal waren? Zum Preis für Chloe. Chloe, die auch nicht mal ansatzweise mehr die ist, die sie mal war. Also natürlich schon noch irgendwie, aber irgendwie dann auch nicht. Und ist der Tornado jetzt aufgehalten? Das bezweifle ich. Das kann man nicht machen. Wir müssen 5 Jahre in die Vergangenheit zurückreisen. Und William sterben lassen. So hart es klingt, wir müssen William sterben lassen. Auf der anderen Seite, warum? Was haben wir davon? Was ist unsere Aufgabe? Wir sind angekommen, wir wollten... Was wollten wir eigentlich? Eigentlich wollten wir nur diesen Tornado aufhalten, eigentlich. Ist Kate gesprungen? Geht's ihr gut? Unser bester Freund macht mit einer anderen rum. Aber das ist nicht schlimm, weil wir sowieso nicht mit ihm zusammen waren und er auch nichts davon weiß, dass wir mal zusammen waren oder er Gefühle für uns hegte oder beste Freunde waren und. Wie sagte doch das eine Lied so schön? It's the end of the world as we know it. Ich glaube, das ist eine gute Überschrift oder eine gute Zusammenfassung von dem, was gerade passiert ist. Alles, was wir bisher erreicht haben, ist eigentlich nur durch die bisher gewesen. Das Einzige, was jetzt von Relevanz war, war die Reise 5 Jahre in die Vergangenheit. Das war das Einzige, was jetzt irgendwas verändert hat. Der Kuss war unwichtig. Dass wir Franks haben auch auf den Boden ausrutschen lassen, war unwichtig. Dass wir Nathan suspendiert haben, war unwichtig. Dass wir David angeschissen haben, dass er hier totale Paranoia fährt, das ist unwichtig. Dass wir Kate gerettet haben, ist unwichtig. Alles, was wir getan haben. Unsere gesamte Leistung. Unser gesamtes bisheriges Leben. Also bis vor 5 Jahren das Leben bis dahin. Ist. Ja, verschenkt. Hat nichts gebracht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde erstmal jetzt pauschal jetzt immer sagen, das können wir so nicht lassen. Es ist nicht schön, wenn eine geliebte Person stirbt. Aber wenn man die Möglichkeit hätte, es zu verhindern. Man sieht, es kann extreme Folgen haben. Thanks for playing.
Thanks for the game. Huch. Du hast das Geld liegen lassen. 54%. Also da war man sich wieder ziemlich uneinig. Huch, was ist... Warum immer so ein halbnacktes Foto dahin? Du hast Chloe geküsst. Meine Herren, also ich bitte euch, ja. Ich glaube, 78% waren männliche Spieler, 20% waren weibliche Spieler. Du hast für David Partei ergriffen, haben wir nicht gewählt, sondern wir haben für Chloe genommen, 78% ebenfalls. Deswegen wurde Franks Hund verletzt. 6% haben den Hund echt auf die Straße gehetzt, wow. Also, okay, ich habe nicht mit so extrem vorhin gerechnet, aber okay. Chloe hat Davids Waffe. Chloe hat Davids Waffe. Ach so. Ah. Ah. Sieh mal einer an. Wir hätten auch, ja, quasi hätten wir die Frank auch geben können und wir hätten sie uns dann wieder zurückgeholt und gesagt, hier, Frank hatte die. Das fände ich auch was gewesen. Aber das ist sowieso egal, dass wir die Waffe oder dass Chloe die Waffe hat. Das ist egal. Wir haben die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht über einen Haufen geworfen, nein, wir haben sie geschreddert, in den Mixer gepackt, zusammengeklebt, nochmal geschreddert, im Wind verwehen lassen. Es ist, so muss man sagen, das reinste Chaos. Es ist das reinste Chaos. Ich bin gespannt. Wie geht's in der vierten Episode weiter? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ha, ha, ha. Gott, oh Gott. Also bis dann. Huch. Lisa lebt. Das ist... 42% haben nur gesagt, Lisa lebt. Das finde ich gut, okay. Du hast Worm bei seinem Test geholfen. Wow, also da war ich echt immer kurz zu der Minderheit. Entweder haben es die meisten nicht gesehen oder sie haben echt gesagt, nö, wir schummeln nicht. Du stehst auf der Gäste des Vortex Clubs. 61%, okay. Du hast keine Namen von der Gäste des Vortex Clubs gelöscht. Oh, das habe ich dann wohl übersehen. Okay, alles klar. Du hast die Nachricht des Polizisten vom Anrufverantworter gelöscht. Das haben 42% getan, also auch weit weniger. Du hast der Lisa geholfen, das ist ja wohl selbstverständlich. Hätte ich das doch vorher überall schon machen können, ich weiß es nicht. Du hast die Obdachlose nicht gewarnt. Oh, das haben wir wohl auch übersehen. Stimmt, zu ihr wollte ich, also ich muss zugeben, zu ihr wollte ich auch mal gucken, ob sie da ist, aber gut, okay. Du hast in der Vergangenheit ein Foto geschossen, haben wir gemacht, und du hast das Zeichen am Kamin hinterlassen, haben vielleicht auch einige übersehen, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, hier einige Sachen sind echt, glaube ich, nur übersehen. Oh, hä? Können wir aktualisieren? Passiert dann irgendwas? Aktualisiert? Nö. Hat in den letzten 2 Minuten also keiner was gemacht. Okay. Lisa lebt. Du hast Worm geholfen. Gästeliste. Leute, ganz ehrlich, das ist alles nicht von Relevanz. Nichts davon. Wir haben Alissa geholfen. 3-mal sogar. Ist nicht mehr relevant. Nichts ist relevant. Mehrere Stunden spielen, vergebens. Tja. Jetzt aber, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.